Thank you.
Thank you.
Gott, hilf mir, denn das Wasser geht mir bis an die Kehle. Ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Ich habe mich müde geschrien. Mein Hals ist heiser. Meine Augen sind trübe geworden, weil ich so lange harren muss auf meinen Gott. Ich aber bete, Herr, zu dir zur Zeit der Gnade, Gott, nach deiner großen Güte, erhöre mich mit deiner treuen Hilfe. Errette mich aus dem Schlamm, dass ich nicht versinke, dass ich errettet werde vor denen, die mich hassen, und aus den tiefen Wassern, dass mich die Wasserflut nicht ersäufe und die Tiefe nicht verschlinge und das Loch des Brunnens sich nicht über mir schließe. Erhöre mich, Herr, denn deine Güte ist tröstlich. Wende dich zu mir nach deiner großen Barmherzigkeit und verbirg dein Angesicht nicht vor deinem Knecht, denn mir ist Angst. Erhöre mich eilends, nahe dich meiner Seele und erlöse sie. Mit diesen Gebetsworten, entnommen aus Psalm 69, begrüße ich alle hier zur Abschiedsfeier von Annemarie Wahl. Liebe Maria, liebe Chiara und Daniel, liebe Julia und Giuliano, lieber Marco, liebe Familie und Freunde, liebe Klassenkameraden, liebe Trauergäste, so schreit unser Herz zu dem Herrn über Leben und Tod. Gott, hilf uns. Gott, schütze uns. Gott, erhöre uns. Viel zu schnell ist Annemarie von uns gegangen. Sie hat ein tiefes Loch in unser Leben gerissen. Mit 18 Jahren stand sie in der Blüte ihres Lebens. Sie hatte noch so große Zukunftspläne, etwas, wofür sich zu leben lohnte. Mit ihren vielen Begabungen stand ihr die Welt offen. Ein Leben mit so vielen Möglichkeiten, voller Liebe zu anderen Menschen, voller Freundlichkeit, voller Ideen, voller Träume. Gleichzeitig durchlitt Annemarie seelische Schmerzen. Auch ihre Seele schrie zu Gott um Hilfe, immer wieder neu. Die Depressionen überwältigten sie wie diese tiefen Wasser, welche David hier im Psalm 69 beschreibt. Sie verlor den Boden unter den Füßen. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott würde uns nicht hören, wenn wir zu ihm schreien und so lange warten müssen. Liebe Mutter, liebe Schwestern und Schwager von Annemarie, es lohnt sich, auf Gott zu warten. Er ist ein Gott der Gnade. Er ist ein Gott, der viel Gutes schenken will, der mit uns mitfühlt und der uns selbst dann trägt, wenn uns das Wasser bis zum Hals steigt. Wir dürfen uns zu Gott wenden, mit all unseren Nöten, mit all unseren Gefühlen und Sorgen. Er ist die beste Adresse für alles, was uns das Leben schwer macht. David hat dies eine treue Hilfe genannt. Treue Hilfe, weil Gott hilft ganz sicher. Es ist versprochen. Gerade weil er ein barmherziger, ein mitfühlender Gott ist, weiß er, wie es uns geht und weiß, wie er uns am besten helfen kann. Auch in dieser Zeit, wenn wir fühlen, da ist eine Flut von Trauer, eine Flut von Unverständnis, eine Flut von Wut, eine Flut
von Hilflosigkeit, von Hoffnungslosigkeit, die uns überschwemmt, dürfen wir uns zu Gott wenden. Wir wissen nicht, warum dies passiert ist. Wir wissen nicht, wie weiter. Wir wissen nicht, was uns jetzt noch trösten soll. Aber trotzdem dürfen wir zu Gott schreien. Wir dürfen vor ihm trauern. Wir dürfen weinen. Ihr habt Annemarie herzlich geliebt. Ihr werdet sie zutiefst vermissen. All die offenen Fragen, all die Vorwürfe, all die Not und Tränen, die jetzt entstehen, lasst uns auf Gott werfen. Er versteht uns. Er weiß, wie sich unser Innerstes vor Schmerzen verkrampft. Und er möchte uns helfen. Psalm 34, Vers 19 sagt: Der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er errettet die, die den Mut verloren haben. Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar viel, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. An diesem Versprechen aus Gottes Wort dürfen wir uns festhalten. Annemaries Entscheidung in ihrer Verzweiflung, ihr Leben zu beenden, war nicht richtig. Diese Entscheidung verletzt euch als Familie, als Freunde zutiefst. Es ist so unwiderruflich, so endgültig. Es löst keine Probleme. Es wirft so viele Fragen auf und man beschuldigt sich selbst. Es bringt so viel Leid. Und es entspricht nicht dem, was Gott für uns will. Gott will uns Leben geben, ja, mit Leben überfüllen. In 1. Johannes 4, Vers 9 steht: Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Jesus kam mit dem Ziel, uns Leben zu bringen. Festes, unzerstörbares, sinnvolles, ja, ewiges Leben. Und Gott liebt uns so sehr, dass er uns dieses echte Leben schenkt. Er kämpfte dafür. Jesus kämpfte dafür. Er litt dafür. Und er selbst starb dafür, damit wir leben können. Wer dieses Leben und diese Liebe Gottes nicht persönlich kennt und erlebt, den lade ich ein, es zu suchen. Geht zu einem Seelsorger, geht zu einem Jesus-Nachfolger und kommt gemeinsam vor Gott, der uns dieses Leben gibt. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Vater, heiliger Gott, wir beugen uns tief vor dir. Heute nehmen wir schweren Herzens Abschied von Annemarie. Wir können nicht fassen, was passiert ist. Herr, wir fragen uns, wie konntest du es zulassen? Warum konnten wir nicht rechtzeitig helfen? Wir sind innerlich zerschlagen und wir können dich einfach nur um Gnade bitten. Erbarme dich unser, hilf du uns. Richte du Maria, Chiara, Giulia, Daniel, Giuliano, Marco, die Freunde, die Familie, einen jeden von uns wieder auf. Gib du wieder Hoffnung. Tröste du, Herr, durch dein mächtiges Wort. Herr, dein Arm ist nicht zu kurz, um zu helfen. Und wir vertrauen darauf, dass du Annemarie in ihrer tiefsten Not gehalten hast. Und wir beten mit Paulus: Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Amen.
Wir hören jetzt ein Lied von Samuel und Viviana Friesen und danach die Botschaft von Prediger Thilo Harder, Leiter des Sanatorium Irenes. Du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Dann finde ich dich im Verborgenen, denn Glaube trägt im tiefen Meer. Deinen Namen ruf ich auf. Ich schau so weit ich sehen kann, und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin dein und du bist mein. Die Gnade strömt wie tiefes Wasser, und deine Hand zeigt mir den Weg. Wenn Angst mich lähmt und ich versage, lässt du nie los und gibst niemals auf. Und deinen Namen ruf ich an. Ich schau so weit ich sehen kann, und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin dein und du bist mein. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glauben stehe, in der Gegenwart des Retters. Führ mich dorthin, wo ich unbegrenzt vertraue. Lass mich auf dem Wasser laufen, wo immer du mich hinführst. Führ mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann, dass ich fest im Glaube stehe, in der Gegenwart des Retters. Deinen Namen ruf ich an. Ich schau so weit ich sehen kann, und kommt die Flut, hältst du mich fest in deinem Arm, denn ich bin dein und du bist mein.
liebe Maria, Chiara mit Daniel und Giulia mit Giuliano, lieber Marco, liebe Freunde und Geschwister, ich grüße euch mit diesen vielsagenden Worten aus Hebräer 4, wo Jesus Christus als der große Priester beschrieben wird, ab Vers 14 und weiter. Da wir nun einen großen hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, der Sohn Gottes, wollen wir an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Es war eine wertvolle Zeit, die wir gestern gemeinsam verbracht haben mit euch, Familie Wahl, in eurem Living. Die weichen, kuscheligen Sofas, das Kerzenlicht, wie auch hier auf dem Sarg zu sehen, das Kaffee und Kuchengeschirr, vor allem aber die Wärme, die in diesem Ambiente herrschte, als wir da gemeinsam saßen. Natürlich war da auch großer Kummer, da war Schmerz, da war Selbstanschuldigung, da war Traurigkeit, da war tiefes Unverständnis. Da war dieses "Es kann doch nicht wahr sein" Gefühl, das uns immer und immer wieder überkommt, wenn eine Tragödie einen so tiefen Riss in unser Leben schlägt. Und dann dieses große, wunderschöne Foto an der Wand, das ich betrachtet habe, von euch vier, diesem Frauenquartett, das seit fast einem Jahrzehnt ohne ihren geliebten Ehemann und Papa das Leben bewältigen musste und es auch, ja, schaffte. Das Foto zeigt euch voll den Strand genießend. Das Leben hat wieder seinen Lauf gefunden. Ihr habt es wieder, ja, in den Griff bekommen, um es irgendwie zu sagen. Und nun ist sie, die Jüngste von euch, die ganz am rechten Ende steht, plötzlich nicht mehr Teil von euch. Eine junge Frau, die, so wie Stefan auch schon sagte, die, wenn man ihr Leben von außen betrachtet, scheinbar ein ganz normales ist, mit den Herausforderungen in der Schule, mit den Herausforderungen mit den Freundinnen im sozialen Leben, auch zu Hause mit den Aufgaben, hier und da normale Konflikte, Auseinandersetzungen und unreife Züge. Aber genauso waren da auch die positiven, starken Aspekte, die Annas Leben ausmachten. Jugendliche Schönheit, Stärke und Gesundheit, Talente im Bereich der Kunst waren bei ihr so ausgeprägt. Sie war eine ausgezeichnete Malerin, hatte eine poetische Ader, hat Lieder gedichtet, hat gerne musiziert, stellte kunstvolle Handarbeiten her. Die Bestellungen für diese Handarbeiten kamen sie beinahe nicht nach. Sie liebte es, allein in der Natur zu sein. Es waren Pläne für die Zukunft da, endlich die Grundausbildung abschließen zu können und dann endlich das zu tun, wohin die Leidenschaft führt. Dann aber war da auch eine andere, schmerzhafte, wohl mehr versteckte und dunklere Seite in ihrem Leben, die sich besonders in den letzten Monaten stärker bemerkbar gemacht hatte. Ein Bereich ihrer Existenz, von dem Außenstehende, denke ich mal, kaum eine Ahnung hatten, vielleicht mal davon gehört haben, von der die Menschen, die ganz nah um sie herum waren, wohl eine oder zwei Prisen mitbekommen, aber niemand wohl wirklich nachempfinden, nacherleben konnte, was da mit ihr geschah und worüber sie wenig bis keine Kontrolle hatte.
Es waren dunkle, schwere Gedanken da, die ihr den Eindruck zu geben vermochten, verrückt zu werden, durchzudrehen, wie sie das gesagt hat. Es war Angst, Aussichtslosigkeit, Hoffnungslosigkeit da und dadurch oft Reizbarkeit und Stressempfindlichkeit, besonders anderen Menschen gegenüber in sozialen Kontexten, Schlaflosigkeit, Fehlen von Appetit, alles Anzeichen davon, dass etwas nicht in Ordnung ist. Und vor allem immer wieder das dunkle und mysteriöse Gefühl, von etwas erdrückt zu werden. Etwas, das die Kontrolle übernimmt und das eigene Ich beinahe annulliert. Etwas, das nach mir greift und mir seine Fesseln anlegt. Menschen, die Ähnliches erlebt haben, reden von einem dunklen Schlamm, der droht, mich untergehen zu lassen. Andere reden von einem schwarzen Loch, das mich verschlingen will. Von einem wilden Meer, das mich zu ertränken droht, von einer dunklen Macht, die nach mir greift. Anna sprach in einem Gedicht, das sie in den letzten Tagen geschrieben hatte, von einem Käfig. Ein starkes Bild. Ein Käfig symbolisiert Enge, eingesperrt sein, sich nicht frei bewegen können, Unmöglichkeit, das Weite zu genießen, eingeschränkte Möglichkeiten. In diesem kurzen und brutal ehrlichen Versen schreibt sie Folgendes, und ich lese das Gedicht vor. Erst in Englisch, wie sie es geschrieben hat, und dann die Übertragung ins Deutsche. How am I supposed to kill myself, when I still love the taste of coffee, when I still love the sound of the wind, when I still have dreams of knowing. God, I'm so limited. I can't do anything in this little cage. What cage? Stop. I'm going insane. Was überliefert in etwa so viel heißt wie: Wie kann ich mich selber umbringen, wenn ich doch noch das Aroma von Kaffee, die Lauten des Windes so liebe und wenn noch der Traum da ist, mehr über das Leben zu wissen? Gott, ich bin so begrenzt. Ich kann nichts tun in diesem kleinen Käfig. Käfig? Hör auf, ich werde verrückt. Diese Zerrissenheit, in der Anna lebte, tritt hier so eindrücklich hervor. Zum einen das Leben mit seinen Reizen und Aussichten, zum anderen dann aber das unheimliche, unbezwingbare Gefühl, eingesperrt, kontrolliert, erdrückt zu werden. Dann wieder auch die Begrenzung und Eingrenzung, der Käfig, er ist wieder da. Und dann plötzlich diese selbst eingebaute Schranke, mit der sie sich selbst mit aller Kraft dazu zwingt, mit diesem Gedankenspiel aufzuhören, weil das Gefühl da ist, völlig durchzudrehen, völlig verrückt zu werden. Wie viele tausend Male hat sie diesen Gedankenkreis durchspielen müssen? Beziehungsweise wie oft wurde sie, ohne zu wollen, in diesen Gedankenkreis hineingeschoben? Von einer inneren Zerrissenheit spricht auch David in seinen vielen Gedichten und Liedern. Eines davon haben wir schon eingangs gehört. Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott es zugelassen hat, diese Verse, diese unschönen und so menschlichen Lebenslagen Teil seines heiligen Wortes zu sein. Auch David muss ein gefühlsmäßig hin- und hergeworfener Mensch gewesen sein. Auch er hatte Zeiten in seinem Leben, wo nur noch das Papier oder damals das Pergament sein Begleiter war. Natürlich waren die Umstände, die diese Krisen hervorbrachten, anders, aber das Erleben war ganz ähnlich. Und er schreibt in Psalm 55, Gott, höre mein Gebet und weise meinen Hilferuf nicht ab.
Erhöre mich und antworte mir, denn meine Sorgen bedrücken mich sehr. Meine Feinde bedrohen mich. Sie bedrängen mich und voller Zorn wollen sie mich angreifen. Mein Herz fürchtet sich und Todesangst überfällt mich. Angst und Schrecken überkommen mich und ich zittere am ganzen Leib. Ich sprach, hätte ich doch Flügel wie eine Taube, dann würde ich fortfliegen und zur Ruhe kommen. Weit fort würde ich fliegen bis in die Wüste. Schnell würde ich eine Zuflucht finden vor dem heftigen Wind und dem Sturm. Das extrem schwere Erleben von diesen Gefühlen der Ausweglosigkeit, der Angst wird uns hier vor Augen geführt. Er wird verfolgt, er wird bedroht. Er hört nicht auf, sich Sorgen zu machen. Er steckt voll in der Krise. Seine Obsession bringt ihn dahin, dass nur die Fantasie seine Sehnsucht stillen kann. Er möchte einfach fort, weit weg in die Weite, ins helle Licht, da, wo er wieder die Kontrolle hat, wo er einen Ort der Sicherheit finden kann. Das überwältigt mich, diese Ehrlichkeit, diese Ausdrücke ohne jegliche Filter, einfach so, wie es in ihm drinnen aussah. Annas letztes Foto hat diese Sehnsucht ausgedrückt. Ein Bild aus der Bodenperspektive und nach oben in den Himmel gerichtet zwischen zwei hohen Bäumen, die diese Weite und Höhe noch intensiver machen. Und dann ab Vers 17 in Psalm 55 kommt der Psalmist nach langem Überlegen und Grübeln und Träumen an diesen einzigen Ort, der ihm das verspricht, wonach er sucht. Ich aber will zu Gott rufen und der Herr wird mich retten. Morgens, mittags und abends bete ich laut in meiner Not und der Herr hört meine Stimme. Er rettet mich und beschützt mich, dass sie mir nicht zu nahe kommen, auch wenn noch so viele gegen mich sind. Da in der Gemeinschaft mit dem Vater, mit seinem Herrn, erlebt er Ohren und Herz, das ihn versteht. Er erlebt Schutz und Sicherheit. Seine Seele kommt zur Ruhe. Und dann fordert er sich selbst auf, ab Vers 23. Bring deine Sorgen vor den Herrn, er wird dir helfen. Er wird nicht zulassen, dass der Gottesfürchtige stürzt und fällt. Die Bösen wirst du, Gott, ins Grab stoßen. Ich aber vertraue auf dich. Vertrauen auf den Herrn, auf den Schöpfer, Vertrauen auf den, welcher der Einzige ist, der da weiß. In Situationen wie diese, von der Selbsttötung eines geliebten jungen Menschen, die unseres Erachtens so keinen Sinn macht, unser Verstand versucht krampfhaft nach Gründen und Erklärungen zu suchen für diese Tat, uns bewegt Trauer, Liebe, Mitleid mit und für Anna, aber dann auch ja Ärger, Unverständnis und Wut auf ihre Entscheidung, wo man sich doch so sehr um sie bemüht und sich für sie eingesetzt hat. Natürlich gibt es im Nachhinein viele Möglichkeiten, die einem durch den Kopf gehen, was man noch hätte tun können. Diese Anklagen sind da, das ist okay. Nehmen wir sie zur Kenntnis. Versuchen wir sie nicht zu unterdrücken. Irgendwann später kommt wieder mehr Logik und Ordnung in unseren Verstand. Man kann nicht alle Eventualitäten in Betracht ziehen. Wir sind nicht perfekt. Und ein Glück gibt es in diesem Durcheinander der Gedanken und Gefühle, dieses eine Fundament, dessen wir gestern am Reformationstag erinnert wurden, wo in 1. Korinther 3, Vers 11 steht, denn niemand kann ein anderes Fundament legen als das, welches schon gelegt ist, Jesus Christus.
Hier ging es natürlich um etwas ganz anderes. Es ging darum, dass in der Gemeinde zu Korinth Gruppierungen und Streitereien entstanden waren, die sich auf die Lehre verschiedener Personen, Apostel und Lehrer gründete und dabei beteuerten, alle im Recht zu sein. Und es entstand Streit. Und da greift der Apostel Paulus ein und sagt diese eindeutigen Worte: Nur Jesus Christus ist ein Fundament, niemand anderes. Nur er ist der echte Halt im Leben einer Gemeinde. Nur er ist der echte Halt auch im Leben einer jeden einzelnen Person und in jeder Situation, die das Leben eines Menschen ausmacht. Das heißt nicht, dass ein Leben mit Jesus ohne Probleme und Sorgen verläuft, aber es heißt, dass dann jemand in deinem Leben Raum gefunden hat, der die Antworten kennt, der den Durchblick hat, auch wenn du ihn nicht hast und auch wenn er sie dir nicht wissen lässt. Und mehr als das brauchen wir doch letztendlich nicht, oder? Es ist doch genug. Er ist genug. Und dieses Fundament, dieser Jesus sagt auch in Matthäus 11, 28 und weiter: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich. Und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Natürlich hat das Leben mit Jesus auch seine Opfer und Entbehrungen. Es hat seine Herausforderungen, aber ohne ihn hat es das Leben auch. Der große Unterschied ist, dass er an unserer Seite geht und hilft zu tragen. Und dieses Fundament verspricht uns auch eine Ruhe, wo wir unsere Seele baumeln lassen können. Und diese Ruhe wird eintreten. Eine Ruhe jetzt in diesem Leben häppchenweise und im Leben bei ihm einst dann auf totaler Weise. Von dieser Ruhe lesen wir in Hebräer 4, wo steht: Es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues Heute. Davon hat Gott nach so langer Zeit durch David gesprochen. Es sind die schon bekannten Worte: Heute sollt ihr auf seine Stimme hören, verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen. Mein Freund, meine Schwester, mein Bruder, die ihr hier im Raum sitzt und diejenigen, die uns auch über YouTube-Livestream am Bildschirm folgen, du und ich sind heute eingeladen. Wir sind eingeladen, uns diesem Fundament, das uns Sicherheit und Ruhe geben kann, hinzugeben, auszuliefern. Wir alle haben hin und wieder diese Sehnsucht nach einem Leben, das zurecht ist, das ganz ist, wo es nicht mehr diese lästigen Lücken gibt, wo keiner uns mehr den Stock in die Speichen schiebt. Dieses Begräbnis einer Person, die entschieden hat, ihrem Leben ein Ende zu setzen, ist keine Gelegenheit, um mit einer überheblichen Logik und mit Erklärungsversuchen zu kommen. Zu erklären, warum es das zweite Mal in einer Familie geschieht. Zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Zu erklären, was man noch hätte tun können. Und schlimmstenfalls Vermutungen darüber anzustellen, welches Urteil sie getroffen haben könnte. Nein, das ist heute nicht dran. Es ist niemals dran.
Anna wusste über die Existenz Gottes und sie hat ihn gesucht, hat an ihn geglaubt, besonders in der letzten Zeit. Damit ist genug. Natürlich können wir ihre Entscheidung niemals gutheißen, absolut nicht. Aber genauso wenig können wir uns anmaßen zu wissen, was in ihr vorgegangen und was sie hätte tun sollen. Gott hat seine Hand im und über das Leben eines jeden Menschen, über dein Leben, über mein Leben und auch über Annas Leben. Und damit basta. Mehr brauchen wir uns nicht damit auseinanderzusetzen und spekulieren. Jesus fordert uns heute auf, eine Antwort zu geben. Schiebe diese Antwort nicht heraus, bis es zu spät ist. Eine Antwort auf die Verwirrungen und Herausforderungen in unserem Leben. Ein jeder hat sie, mehr oder weniger. Einige von uns intensiver und andere sanfter. Einige unter uns erleben sogar depressive Zeitspannen und Episoden, einige schwächer, andere stärker. Statistisch gesehen erkranken 3% aller Menschen innerhalb eines Jahres an einer schweren Depression und 20% fühlen sich hin und wieder einmal depressiv. Wenn wir mal einen pauschalen Durchschnitt von 10% nehmen, ist es jeder Zehnte in diesem Raum. Egal wie deine Zerrissenheit und Verwirrung aussieht und egal, ob man sie als Depression einstufen würde oder nicht, behalte sie bitte nicht für dich. Hör auf, sie zu überspielen und zu glauben, dass du unnormal bist, weil du sie hättest, weniger wert bist, wenn du sie erlebst. Und lebe du nicht in der Illusion, dass sie ja irgendwie von allein verschwinden wird. Es gibt Hilfe. Gott hat überall sein Bodenpersonal und es gibt unter ihm ganz viel williges und kompetentes Personal in diesen Themen, die uns das Leben zu schwer machen wollen. Gemeinden, da sind Pastoren, Jugendleiter, Diakone. Es gibt ganz viele liebevolle, lebenserfahrene und weise Glaubensgeschwister. Es gibt dann auch neutralere Stellen wie zum Beispiel die Seelsorgeabteilung von Radio ZB30 und Sanatorium Irene. Die Kontakte bekommt man irgendwoher. Für den Livestream werden sie jetzt in diesem Moment angestrahlt. Und wenn es nicht eine dieser Personen sind, dann schau dich um nach einer Person, der du vertrauen kannst. Es gibt sie. Habe den Mut. Bleibe nicht still. Der Herr segne uns alle gemeinsam und schenke uns seinen Frieden und seinen Halt, besonders euch, Familie Wahl. Unser Leben hat nur in Jesus Christus das einzige Fundament Halt. Jesus, danke, dass du da bist, auch in dieser so schweren Situation. Danke für das Leben von Anna, für all die schönen Momente, an die wir zurückdenken werden, für dieses Lebensglück, das sie erleben durfte, trotz all dem, was auch an dunklen Seiten in ihrem Leben waren. Danke für den Eindruck, den sie hinterlässt. Und Jesus, heute, wenn wir davon gesprochen haben, dass nur du ein Fundament bist, nur du bist, der Halt gibt, nur du, der uns Sicherheit geben kann, dass du der Ort bist, wo wir Liebe und Geborgenheit finden, Herr, und vor allem aber, dass wenn du nicht zu finden bist, dann hast du dein Bodenpersonal, dann dürfen wir deine Kinder Orte sein, dann dürfen wir als deine Kinder Handlanger sein von dieser Sicherheit, von diesem Trost, Herr. Und da möchte ich einfach von ganzem Herzen darum beten, Herr, dass du uns diese Einsicht, diese Weite, diese Liebe schenkst, dass wir offen sind, wenn Menschen Hilfe brauchen, aber auch, dass du uns Kraft gibst, nach Hilfe zu fragen, dass wir uns
nicht schämen, dass wir uns nicht zurückhalten, dass wir nicht glauben, dass wir komisch oder anders oder unnormal sind, wenn wir durch diese Zeiten gehen. Und Herr, in ganz besonderer Weise flehen wir dich an und beten für Familie Wahl, für Marco, für die nahestehenden Freunde und Bekannte, dass du sie durchträgst und dass du uns hilfst, eine Antwort zu geben. Amen. When the mountains fall and the tempest rolls, you are with me. When creation folds, still my soul will soar on your mercy. And I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever and forever I sing. When the world caves in, still my hope will cling to your promise. Where my courage ends, let my heart find strength in your presence. And I walk through the fire with my head lifted high and my spirit revived in your story. And I look to the cross as my failure is lost in the light of your glorious grace. Let the ruins come to life in the beauty of your name, rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever and forever I sing. So let the ruins come to life and the beauty of your name, rising up from the ashes, God, forever you reign. And my soul will find refuge in the shadow of your wings. I will love you forever and forever I sing.
Ich lese jetzt den Lebenslauf von Annemarie Wahl. Annemarie wurde am 3. Februar 2004 in Philadelphia geboren. Ihre Eltern Theodor und Maria hatten schon vorher entschieden, dass sie das Baby nach Oma Annemarie, Theos Mutter, benennen würden, falls es ein Mädchen sein würde. Die Oma war im Jahr 1999 im Alter von nur 63 Jahren gestorben und die Familie vermisste sie sehr. Als ein Geschenk Gottes wurde das wunderschöne Mädchen gerade am Geburtstag von Oma Annemarie geboren. Ihre zwei Schwestern, Julia und Chiara, waren damals 7 und 8 Jahre alt. In ihrer Kindheit hat Julia ihrer kleinen Schwester viele Gute-Nacht-Geschichten erzählt, die sie sich selber ausdachte und mit ihr Talentenshow gespielt. Mit Chiara wurde sehr oft Lego gebaut. Anna liebte schon damals von Herzen die Musik. Sie nickte mit ihrem Köpfchen zum Rhythmus und als sie kriechen konnte, ist sie dann öfter selbst zum CD-Player gekrochen und hat den Play-Knopf gedrückt. Sie hat sich mit etwa 5 Jahren zu Jesus Christus bekehrt, im Gebet mit ihrer Mutter. Sie liebte Pferde und hat gerne geritten. Sie hat sehr gerne mit ihren Freunden Carmi und Tanja gespielt. Als sie 9 Jahre alt war, ist am Montag, den 9. September 2013, ihr Vater Theodor durch Suizid ums Leben gekommen. Er war in den Monaten davor durch eine schwere Depression gegangen. Trotzdem hat er in den Wochen, bevor es passierte, seiner Familie seine Liebe für sie spüren lassen. Das war für Anna und die ganze Familie eine schwere Zeit, auch die weiteren Jahre danach. Anna hat dann viele Fragen gestellt über den Himmel. Sie hat viel darüber gelesen, mit ihrer Mutter gesprochen und gebetet. Auch ihre Liebe zur Kunst hat sie da durchgetragen. Sie war sehr talentiert. Sie sang immer viel, spielte Gitarre, Ukulele und Klavier und schrieb eigene Lieder. Sie zeichnete unglaublich schöne Porträts, ohne irgendwelchen Unterricht darin bekommen zu haben. Außerdem machte sie Collagen mit Bildern aus Zeitschriften und oft auch Liedertexten. Die Fotografie war auch eines ihrer Hobbys. Sie war immer sehr friedlich, bescheiden und zufrieden. Trotz allem, was sie durchgemacht hatte, hatte sie immer viel Humor und liebte es, ironische Kommentare zu machen, über die wir so oft gelacht haben. Die Fächer im Colegio zu schaffen, hat ihr viele Jahre sehr schwer gefallen. Sie hat oft Nachexamen schreiben müssen. Im Segundo und das erste Halbjahr im Tercero hatte sie dann aber sehr gute Noten. Ende August in diesem Jahr fing für sie eine Krisenzeit an. Mehrere Dinge machten ihr zu schaffen und sie wurde schwer depressiv. Sie machte auch Gesprächstherapie mit einem Psychologen und hat Medikamente bekommen. Sie hat aber sehr gekämpft und sich sehr zusammengerissen. Man merkte es ihr oft nicht an, was sie durchmachte. Sie hat viel in der Bibel gelesen, allein und mit ihrer Mutter gebetet. Sie suchte Gott und wollte ihre Beziehung mit ihm vertiefen. Die Zeit nach dem Collegio machte ihr Angst, doch sie fing schon an, Zukunftspläne zu schmieden. Sie hatte Interesse für ein Studium als Zahnärztin und schaute sich schon Optionen für die Universität an. Auch hatte sie schon einen Ferienjob als Gehilfin in einer Zahnarztpraxis organisiert. Reisen stand auch ganz oben auf ihrer Liste für die Zeit nach dem Colegio. Sie wollte 2023 unbedingt nach USA. Sie hat am 29. Oktober ihrem Leben auf tragische Weise ein Ende gesetzt. Es trauern um sie ihre Mutter Maria, ihr Freund Marco, ihre Geschwister Chiara mit Daniel und Julia mit Giuliano, ihre Großfamilie Wahl und Fuhrmann,
Freunde und Klassenkameraden. Wir hören jetzt ein weiteres Lied. Am Berg, ob Tal, ob Meer, ob Strand, ich find ein Heim in jedem Land. Bei dir ist Schutz und Sicherheit zu jeder Zeit. Du bist nicht weit. Vergeblich wär all mein Begehr, wärst du nicht da, um mich zu führen. In meinem Segel sei der Wind, sei du mein Gott, ich bin dein Kind. Mein Heimatland und mein Zuhause bist du mein Gott. Tag ein, Tag aus, der Ort, der jede Sehnsucht stillt, der Ort, der jede Lücke füllt. Herr, wie ich leb, das hat Gewicht, mach mich zum Salz, mach mich zum Licht. Dein Wesen strahle auf mich ab, dein Geist, er komm auf mich herab. Da ist kein Ort, wo du nicht bist, und keine Stadt, die du vergisst. Für jedes Land und jeden Stamm, für alle Stadt, das Gottesland, mein Heimatland und mein Zuhause, bist du mein Gott. Tag ein, Tag aus, der Ort, der jede Sehnsucht stillt, der Ort, der jede Lücke füllt. Ich lebe nicht für Macht und Geld, noch für den Ruhm in dieser Welt. Was immer Menschen wir auch tun, es ist genug, in dir zu ruhen. Mein Heimatland und mein Zuhause, bist du mein Gott, Tag ein, Tag aus, der Ort, der jede Sehnsucht stillt, der Ort, der jede Lücke füllt, mein Heimatland und mein Zuhause, bist du mein Gott, Tag ein, Tag aus. Der Ort, der jede Sehnsucht stillt, der Ort, der jede Lücke füllt.
Gott ist unser Zuhause, Gott ist unser Ziel. Am Schluss dieser Begräbnisfeier gibt es jetzt Zeit und Raum, um sich auch persönlich von Annemarie Wahl zu verabschieden. Der Sarg wird gleich hier etwas zur Seite gefahren werden und geöffnet werden und wir dürfen hier vorbeikommen. Wir dürfen hier auch stehen bleiben und einfach Abschied nehmen von Annemarie. Niemand muss, aber wer möchte, der ist eingeladen, dann hier vorbeizukommen. Die Familie wird sich während dieser Zeit kurz zurückziehen. Sie danken für alles Mittragen, auch heute für all die Gebete. Aber sie können an einem Tag nur so viel Anteilnahme aufnehmen und bitten da auch um Verständnis. Und wir laden ein, unser Mittrauern in den kommenden Tagen, Wochen und Monate zu zeigen durch Karten, durch Gebete, durch Umarmungen, durch Zuhören, durch Mitweinen. Wir laden auch ein zur Beerdigungsfeier auf dem Friedhof. Der Leichenzug wird hier die Orendue-Straße links runterfahren und dann zum Friedhof abbiegen. Und jeder ist eingeladen, sich dem anzuschließen. Der Gott allen Trostes begleite uns allen. Amen. Wir werden hier an der rechten Seite dann beginnen, wenn der Sarg erst geöffnet ist. Am Ausgang werden auch Kärtchen sein, die man als Andenken und auch als Gebetsmotivation mitnehmen kann. Und wer hinten rausgehen möchte, wird da auch einen Hocker mit Kärtchen vorfinden. Bitte schön, wenn ihr von der Seite an beginnt. Keep my eyes above the world.
My soul rests in your embrace.